Sterben ist für viele von uns ein Tabu. Nicht so für Erika Preisig, eine der umstrittensten Sterbebegleiterinnen der Schweiz. Alle sollen selbstbestimmt ihr Leben beenden können, so Preisigs Mission. Fast 400 Menschen hat die Ärztin in den Tod begleitet, was ihr böse Anfeindungen, wüste Schlagzeilen und ein Gerichtsverfahren eingebracht hat. Warum sie trotzdem weitermacht? Erika Preisig gibt meiner Kollegin Nina Blaser einen intimen Einblick in ihr Leben. Die Geschichte beginnt mit einer Frau, die sterben will. Dann haben wir alles gemacht, was wir haben müssen vorbereiten. Das Nächste, was wir machen, ist die Infusion legen. Und Sie sind immer noch 100% überzeugt, Frau Graf, dass Sie möchten gehen heute. Die fast 80-jährige Erika Graf will sterben. Sie leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Heute lässt sie sich von Erika Preisig in den Tod begleiten. Und Sie wissen, dass Sie bis zum letzten Moment, auch wenn die Infusion schon gesteckt ist, wenn Sie die geringste Zweifel haben an Ihrem Entschluss, dürfen Sie sagen, Frau Preisig, abbrechen. Ja. Kommen Sie ein andermal. Ist gut. Ich bin bereit. Sind bereit. Mhm. 2 Tage zuvor. Erika Preisig macht sich in Biel-Bänken, Basel-Landschaft, auf den Weg zu Frau Graf. Sie will sich vor dem Todestag nochmals vergewissern, dass diese urteilsfähig ist. Wir lernen eine Hausärztin kennen, die viel übers Sterben spricht und das Leben liebt. Ich habe immer die Tendenz, das Leben als Geschenk anzuschauen. Und dann tue ich natürlich mit dem meine Kappe einem anderen überstülpen. Und der andere schaut vielleicht das Leben jetzt mit 80 nicht mehr als Geschenk an, oder? Ich war jetzt 60. Wie das Leben dann ist, wenn ich 80 bin und dann noch so eine unheilbare Krankheit habe, dann finde ich vielleicht auch, ich möchte gehen. Wer ist Erika Preisig? Was treibt sie an? Warum macht sie mit Sterbebegleitungen weiter, trotz laufendem Strafverfahren, das sie 5 Jahre ins Gefängnis bringen könnte? Dies wollen wir in dieser Geschichte erfahren. Frau Graf, guten Tag. Guten Tag. Erika Graf kann aufgrund der Krankheit immer schlechter sprechen, schlecht schlucken. Die Krankheit schreitet schnell voran. Für sie eine unerträgliche Situation. In 2 Tagen darf sie sterben. Da habe ich eigentlich gehofft, dass sie noch ein bisschen länger durchhalten, ihre Krankheit noch ein bisschen länger tragen mögen. Aber es wird immer mehr verschlechtert. Es hat sich immer mehr verschlechtert. Und ich kann auch nicht mehr essen. Ah, ich kann auch nicht mehr essen. Vor dem Sterben gilt es, Administratives abzuarbeiten, aufklären, Ängste nehmen. Dann tue ich Ihnen ja zuerst eine Infusion stecken. Ja. Und dann tun wir miteinander, ohne dass ein Medikament drin ist, tun wir miteinander üben, die Infusion aufmachen. Das üben sie 2-3 Mal, das schaffen sie problemlos mit den Händen noch. Und dann tun wir die Infusion zu, tun das Medikament reinleeren. Und wenn sie dann aufmachen, geht es nur etwa 30 Sekunden, bis sie plötzlich ganz fest müde werden und einschlafen. Und dann geht es etwa 3 Minuten, bis es zum Herz und Kreislauf und Atemstillstand kommt. Ohne Schmerzen. Was bedeutet es für euch, dass ihr jetzt eben den Weg gehen könnt? Weil sie das Sprechen ermüdet, schreibt uns Erika Graf die Antworten auf. Wunderbar. Ja. Ich habe auch keine Gewissensbisse. Erika Graf hat keine Kinder. Der Mann ist verstorben. Die einzige Nichte hat sie nicht über ihren Todeswunsch informiert. Preisig bedauert, aber akzeptiert das. Es zählten die Wünsche der Sterbewilligen. Heutzutage tun mir viele Leute
am Leben halten, an einem Leben, das sie vielleicht gar nicht wollen. Und das Respektieren von so einem Entscheid ist fast schwieriger, als den Menschen am Leben zu halten. Das ist etwas, das vielleicht gewisse Leute nicht verstehen können. Erika Preisig ist Hausärztin, Mutter dreier erwachsener Kinder. Seit 20 Jahren in dieser Praxis in Biel-Bänken tätig. Ich habe eine unglaubliche Vorliebe für handicapierte, ältere Leute. Ich bin mit Leib und Seele Hausärztin fürs Leben hier. Ich sehe mich eigentlich ganz weit weg vom Tod. Ich sehe mich mitten im Leben. Erika Preisig hat fast 400 Menschen in den Tod begleitet. Doch hier kennt man sie auch als Vereinsärztin, als Genossenschafterin, die sich für neue Wohnformen einsetzt. Die Idee ist, dass man die älteren Leute aus diesen grossen Einfamilienhäusern, wo sie allein wohnen, in ein gemeinschaftliches Wohnen bringt, wo sie einander unterstützen könnten. Ich schaue eigentlich hier in eine Aussicht rein, wo meine Zukunft ist. Nächstes Jahr gibt Preisig die Arbeit in der Praxis auf, denkt über den Einstieg in die Gemeindepolitik nach. Weiter verfolgen wird sie auch ihr wichtigstes Ziel. Weltweit sollen alle urteilsfähigen Menschen eine Freitodbegleitung in ihrem Heimatland erhalten dürfen. Dafür setzt sie sich international ein. Doch das laufende Gerichtsverfahren und reißerische Schlagzeilen setzen ihr zu. Der Haarausfall sei stressbedingt. Erika Preisig muss nicht in den Knast. Das ist aber beruhigend. Was da alles geschrieben wird. Wenn ich jetzt gefragt wird, belastet dich das nicht? Das ist ja wahnsinnig, wenn man dich Dr. Tod nennt. Dann habe ich immer das Gefühl, da fehlt ein Wörtchen. Und da hat es doch noch so viel Platz, oder? Da müsste eigentlich Dr. Guter Tod stehen. Auf dem beharre ich. Das ist für mich extrem wichtig. Ich tue nicht jemanden umbringen. Ich tue nicht jemanden ermorden, so wie ich jetzt angeklagt bin. Urteilsfähige Menschen dürfen in der Schweiz einen begleiteten Freitod wählen. Auch psychisch Kranke. Weil aber niemand aufgrund einer psychischen Störung zu früh sterben soll, gilt, ein Psychiater muss abklären, ob die Person dauerhaft leidet, unheilbar und urteilsfähig ist. In einem umstrittenen Fall hat Preisig laut eigenen Angaben kein solches Fachgutachten einholen können. Deshalb steht sie demnächst vor dem Baselbieter Kantonsgericht. Vorwurf: vorsätzliche Tötung einer 67-jährigen Frau. Es ist eine schwierige Zeit für mich. Aber ich denke, das wäre für jedermann, der das Gefühl hat, er ist unschuldig angeklagt, extrem belastend. Oder? Im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren bin ich oft ganz nah dran, den ganzen Battle anzuwerfen und mir sagen, warum tue ich mir das eigentlich an? Es ist, ich habe auch ein Leben. Und ich will mein Leben nicht zerstören, indem ich jemand anderem hilfe, auf die selbstbestimmte Art zu sterben. Der Gerichtsfall, der Erika Preisig zu schaffen macht, dreht sich um eine Sterbebegleitung vor 4 Jahren. Liestal, Juni 2016. Im Industriegebiet, in einem Zimmer ihrer Sterbehilfeorganisation, begleitet Preisig Frau M. in den Tod. Davor dokumentiert Preisig den intensiven Todeswunsch von Frau M. Aufgrund starker Schmerzen am ganzen Körper, Spasmen im Gesicht, sie kann kaum mehr essen, Beschwerden, unter denen Frau M. körperlich stark leidet. Doch einige Ärzte kommen zum Schluss, die Schmerzen seien psychisch bedingt, eingebildet. Ähnlich lautet nach dem Tod der Frau ein Expertengutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Frau M. habe lediglich an einer depressiven Störung gelitten, sei deshalb nicht urteilsfähig gewesen. Preisig sieht das noch heute anders. Die Frau sei urteilsfähig gewesen, das Leiden real. Bestätigt hatten ihr dies Fachpersonen und Menschen im privaten Umfeld von Frau M. Doch weil Preisig zu dieser Zeit keinen Psychiater findet, der ein Fachgutachten verfassen will, verzichtet sie darauf. Sie setzt auf ihre Untersuchung,
die Krankenakte und die Meinung eines weiteren Hausarztes. Ihr habt euch dem Risiko von einer Verurteilung ausgesetzt. Warum habt ihr euch das angetan? Das habe ich doch nicht gewusst. Ich habe doch nie damit gerechnet, dass das eine Klage oder eine Verurteilung gibt. Aber sicher nicht, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich hätte der Frau M. gesagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, Frau M., ich kann Ihnen nicht helfen. Aber garantiert hätte ich das nicht gemacht, wenn ich den leisesten Verdacht gehabt hätte, dass ich das auslöse damit. Das hat nämlich Frau M. auch gar nicht wollen, oder? Ein ärztlicher Bericht von Erika Preisig zeigt, dass sie sehr wohl einen Psychiater beiziehen wollte. Ich bedauere, dass ich keinen Psychiater finde. Ich bin aber nicht bereit, unseren Mitgliedern und Frau M. die Freitodbegleitung nicht zu ermöglichen, weil Psychiater aus ethischen Gründen die Urteilsfähigkeit nicht beurteilen wollen. Das Strafgericht kommt aufgrund von diesem Bericht zum Schluss, der eigentlich schlicht um ein psychiatrisches Gutachten futiert. Der Vorwurf vom Futieren, der ist absolut daneben, absolut falsch, weil ich bin ja die eigentlich nach Psychiater sucht. Ich bin ja die auch jetzt wieder in Kontakt ist mit diesen Spezialisten, um so einen Pool von Psychiatern oder auch Neurologen gründen, damit wir nicht in solche Situationen kommen. Ich futiere mich gar nicht drum, im Gegenteil. Muttenz, Juli 2019. Vor einem Jahr dann die Entscheidung des Baselbieter Strafgerichts. Erika Preisig wird vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Doch die Staatsanwaltschaft zieht den Fall an die nächste Instanz weiter. Die Frage der Urteilsfähigkeit wird demnächst neu aufgerollt. Erika Preisig wächst in Basel als drittjüngstes von 7 Kindern auf. Die Mutter stirbt bei der Geburt des Jüngsten. Sie zeigt uns das frühere Elternhaus. Ich habe es sehr genossen, in einer Grossfamilie aufzuwachsen. Und ich glaube, ich hatte eine Sonderstellung innerhalb dieser Familie. Als ich 10 war, durfte ich auf Australien ein Jahr lang zu meinem Götti. Ich durfte als Einzige studieren. Ah, unsere Katzenseicherli. Erika Preisig hat ein besonderes Verhältnis zum Vater. Dieser will sich nach dem frühen Tod der geliebten Mutter das Leben nehmen, plant, sich und die 7 Kinder im Auto zu töten. Doch die damals kleine Erika soll ihn davon abgehalten haben. Das ist vielleicht auch wieder die Situation, die ich jetzt ausübe. Oder? Wenn jemand möchte sterben, dann tue ich ihn daran hindern. Ich tue ihn zuerst daran hindern, wenn ich meinen Vater zigmal daran gehindert habe, zu sterben, zu früh zu sterben. Der Vater stirbt schließlich mit 82, geht mit Dignitas in den Freitod. Erika Preisig ist dabei. Danach wird sie Sterbebegleiterin. Es wird ja euch eben gesagt, genau wegen diesem Erlebnis habt ihr wirklich Distanz zu den anderen Fällen. Ist doch eigentlich ein völliger Blödsinn. Ich glaube, ich bin gerade durch das, dass ich all das erlebt habe, all die Stufen, die ein anderer Arzt nie erlebt hat, kann ich mich in die Leute versetzen, die betroffen sind, wie sehr sie es möchten, kann mich in die Angehörigen versetzen, wie fest sie das eben nicht möchten, je nachdem, aber doch müssen respektieren. Ich kann viel besser durch die Erlebnisse viel besser mit diesen Leuten reden und mit diesen Leuten kommunizieren. Einer der schärfsten Kritiker von Erika Preisig ist er, Ethikprofessor Markus Zimmermann. Er kritisiert die fehlende Distanz zu der eigenen Biografie und dann auch zu den Leuten, die sterbewillig sind. Ja, sie ist wie eine kleine Erlöserin. Für mich ist Erika Preisig einfach eine Person, die in einem Satz gesagt, sehr verkürzt, macht, was sie für richtig hält. Er hofft, dass der Fall Preisig zu präziseren Richtlinien für Ärzte führt, zu schärferen Gesetzen, auch im Umgang mit psychisch kranken Sterbewilligen. Es muss ja alles schnell gehen. Es muss ja innerhalb von Wochen gehen. Und es muss geplant vor sich gehen. Und ein Psychiater funktioniert nicht so. Vor allen Dingen, wenn es um schwierige Diagnosen geht, wenn es um ein Gespräch geht. Das dauert. Und
die Idee, wir machen noch schnell ein Gutachten und vielleicht noch ein zweites Gutachten, damit wir ganz sicher sind, in einer Stunde, das geht nicht in der Psychiatrie. Das dauert. Es fehle mehr und mehr eine Sterbekultur. Tatsächlich, die Zahl der Freitodbegleitungen in der Schweiz nimmt Jahr für Jahr zu. Aktuell sind es gut 1000 pro Jahr. Mit meinem christlichen Hintergrund ist natürlich ein Suizid eine gewaltsame Handlung, die im Extremfall für mich nachvollziehbar wird, aber eben in einem Extremfall. Und wenn jetzt etwas zur Normalität wird, dann wird das wie zu einer Möglichkeit neben vielen anderen, die ich wählen kann, dann wird das banalisiert, dann wird das normalisiert, was eigentlich ein gewaltsamer Akt ist. Preisig dagegen sagt, Freitodbegleitungen müssten anderen Sterbeformen gleichgestellt werden. Katrin, wie geht's? Hausbesuch bei einer Patientin. Sie ist Mitglied der Organisation von Erika Preisig, möchte sich die Möglichkeit eines begleiteten Freitods offen halten. Wenn ich ein gutes Leben hatte, und das habe ich bis jetzt sehr ein gutes Leben gehabt, dann möchte ich nicht einfach müssen gehen, auf eine ganz erbärmliche Art. Preisig ist überzeugt, niemand wählt voreilig den begleiteten Freitod. Jeder Kranke müsse aber selbst entscheiden dürfen, welches Leiden unerträglich sei. Und dann sage ich mit 85, jetzt ist genug gelebt. Jetzt möchte ich nicht noch auf den Hirnschlag warten oder auf eine Demenz. Ich werde nämlich langsam ein bisschen Kurzzeitgedächtnis schlechter. Jetzt möchte ich gehen. Jetzt möchte ich mit meinen Freunden noch mal ein Fest feiern und dann möchte ich eine Freitodbegleitung eingehen. Wieso soll man das nicht dürfen? Wenn der Grund darin besteht, dass jemand sagt, ich mag nicht mehr, ich habe genug vom Leben, dann ist das für mich in keiner Weise akzeptabel. Und das betrifft ja ganz besonders dann auch die Frage, wenn Ärztinnen helfen sollen und gar kein Leiden vorhanden ist. Was haben dann Ärztinnen für eine Aufgabe? Keine. Jemand, der nicht krank ist, der will nicht sterben. Das glaube ich einfach nicht. Wenn ich sterben verhindern tausende Mal, dann darf ich auch einen guten Tod zulassen, wenn der Patient das wünscht. Und das ist ganz wichtig, oder? Wenn der Patient das wünscht und sich das gut überlegt hat. Der Todestag von Erika Graf. Ein wunderschöner Sommermorgen erwacht. Zu dieser Zeit holt die Sterbebegleiterin in der Apotheke das tödliche Medikament. Frau Graf wird es sich selbst verabreichen. Wir treffen auf eine aufgewühlte Erika Preisig. Ich bin irrsinnig nervös, ich bin gewaltig belastet, weil ich jedes Mal mit einer neuen Klage von der Staatsanwaltschaft rechnen muss. Und das macht einem so richtig kaputt. Und trotzdem macht ihr es? Trotzdem mache ich es. Was passiert, wenn ich es nicht mache? Ich glaube, es muss sich jemand einsetzen für das Recht, dass wir nicht nur den Suizid frei haben, weil umbringen darf sich ja jeder mit erhängen und so weiter. Aber wir müssen können in Sicherheit unser Leben dürfen beenden, denn wenn wir möchten. Erika Preisig und ihre Assistentin begleiten Frau Graf in ihrer Wohnung. So wünschen es die meisten. Frau Graf, ich müsste wissen, wo machen wir es, in welchem Zimmer? Hier im Schlafzimmer. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und dann tun wir in der Stube den Papier ausfüllen. Pflegefall, nein. Frau Graf hat ihren Tod sorgfältig geplant. Testament, wichtige Adressen, ein Lebenslauf, alles vorbereitet. Und auch an die Nichte hat sie gedacht. Haben Sie noch einen Brief geschrieben? Das ist dann gut, ja. Dann geht Frau Graf entschlossen ins Schlafzimmer. Sie muss die tödliche Infusion selbst öffnen. Mit im Raum ist ihr langjähriger Hausarzt. Er begleitet sie, möchte aber nicht gefilmt werden. Eine Viertelstunde später schläft sie für immer ein. Gute Reise, Frau Graf. Gute Reise. Ganz entspannt, ja. Wenig später fährt die Polizei vor. Ein begleiteter Freitod gilt als außergewöhnlicher Todesfall.
Beamte und ein Rechtsmediziner klären vor Ort die Umstände ab. Das sei belastend für alle, sagt Erika Preisig. Doch auch diesem Widerstand trotzt sie. Was würde das für einen Eindruck machen, wenn ich jetzt einfach eine Pause würde machen? Dann würde ich etwas nicht mehr machen, wo ich überzeugt bin davon, dass es etwas Richtiges ist und dass wir das Recht haben, das zu machen. Das gibt ihm dann so den Negativ-Touch, wie jetzt das Polizeiauto vor dem Haus. Und das möchte ich nicht. Sollen Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten beim Sterben helfen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ein äußerst kontroverses Thema. Ich treffe einen Arzt, der sehr zurückhaltend ist, wenn es um Sterbehilfe geht, nämlich Josef Fiedler. Grüezi, Herr Fiedler. In seinen über 30 Jahren als Hausarzt hat er gerade dreimal Sterbehilfe geleistet. Herr Fiedler, würden Sie der Frau Graf helfen? Ja, ich glaube schon, weil sie hat ja eine tödliche Erkrankung. Und sie hat ja gesagt, sie könne nicht mehr schlucken. Das heisst, wenn man ihr jetzt nicht medizinisch hilft, dann stirbt sie. Und sie will ja keine Hilfe. Also wird bei ihrem Sterben anfangen und das ist jemand, dem würde ich helfen. Ja. Ein anderer Fall, jetzt zum Beispiel eine 75-jährige Patientin, Demenz im Anfangsstadium, die sagt, ich will nicht zu einem Pflegefall werden, ich will lieber jetzt gehen. Dort hätten sie aber Mühe. Dort hätte ich Mühe, ja. Hätte ich Mühe, weil wenn man nichts macht, können sie ja noch 5 Jahre leben, 10 Jahre leben. Und ich glaube nicht, dass das eine ärztliche Aufgabe ist, ihr jetzt hier zu helfen, zum Leben auszugehen. Aber tun Sie jetzt damit nicht quasi die Verantwortung abschieben, Herr Fiedler? Weil schlussendlich ist es ja so, oder? Wer kann einen Sterbewunsch, die Legitimation auch besser beurteilen als eine Hausärztin, die jemanden Jahre, Jahrzehnte lang begleitet? Sie sagen, so eine Verantwortung abschieben? Nein, ich will sie gar nicht erst übernehmen. Also das Recht, dass ich einfach zum Leben aus kann gehen, da habe ich nicht Verantwortung, dass das sichergestellt ist. Aber es ist doch so, Sie sind dem Wohl Ihrer Patienten verpflichtet. Und jeder Mensch hat das Recht, selbstbestimmt zu gehen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Richtig, und darum sollte er einen Doktor nicht müssen haben. Aber was ist denn schlussendlich der Ausweg? Jetzt sagen die Ärzte, Ärztinnen, nein, wir haben da Mühe damit, obwohl es die ethischen Richtlinien ihnen in gewissen Fällen erlauben würden. Was bleibt denn noch? Da bleibt nur noch gewaltsamer Suizid. Ja, ich könnte auch sagen, so wie wir in der Forensik haben wir ja Fachleute, die beurteilen, ist jetzt der so, dass man den muss therapieren muss. Ist das einer, den man auslassen kann, wo der Staat die Verantwortung übernimmt, auch zum Schutz dann von der Bevölkerung. Aber der Staat hat dort Leute, die entscheiden, jawohl, das ist so. Und jetzt könnte man durchaus sagen, man muss eine Stelle haben, wo, wenn ein psychiatrisches Gutachten vorliegt, dass der Patient urteilsfähig ist, dass er zur Stelle X kann kommen. Schauen Sie, ich habe da das Ding, ich will jetzt zum Leben ausgehen. Bitte erledigen Sie das für mich. Sie reden jetzt immer von dieser staatlichen Institution. Ja. Jetzt wissen wir ja aber beide, die gibt es nicht. Die wird es wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht geben. Aber es gibt Leute mit einem Sterbewunsch. Richtig, aber ich meine, da schleicht sich natürlich Politik zu der Verantwortung aus. Und jetzt einfach den Doktor rüberschieben und sagen, also wenn jetzt die Leute dann unter diese Bahn gehen, dann sind sie geschuldet, Herr Doktor. Das finde ich jetzt nicht ganz fair. Ich glaube, die Leute haben das Recht, aber es kann nicht sein, dass der Staat das einfach den Ärzten abschiebt. Weil es ist keine ärztliche Handlung, jemandem das Medikament zu verschreiben, das nicht am Sterben ist oder kurz vor dem Sterben ist. Sie haben mir im Gespräch, das wir vorgeführt haben, gesagt, die Leute haben verlernt zu sterben. Sind da aber nicht auch die Ärzte, die Ärztinnen daran schuld? Weil ihr helft ja den Leuten, um alles in der Welt, um eben weiterzuleben, länger zu leben. Gut, die Schuldfrage ist immer so eine Sache. Also schuldig ist nur, wenn man böswillig etwas Schlechtes macht. Ich glaube, mit Frankfurt. Das ist nicht, ja, ganz genau. Und wenn man jetzt aber anschaut, glaube ich, Doktor sind nur ein Teil des Problems, sondern die Gesellschaft ist mit das Problem. Sterben, über das redet man nicht mehr. Ich habe gesagt, einmal früher, vor 30, 40 Jahren, sind die meisten in der Schweiz ins Kirchen gegangen und dann war der Pfarrer und hat dann gesagt, denk dann daran, stirbst dann einmal. Und jetzt am Sonntag sind die Leute daheim, haben eine Sonntagszeitung vor sich. Und dort hat es einen ganzen Bund drin, wo das ewige Leben beschrieben ist. Also was man alles machen muss, dass man nicht stirbt. Also Sterben ist kein Thema. Das ist mal das Erste. Und dann stimmt es natürlich, dass auch viele Ärzte Mühe haben mit dem Sterben. Wahrscheinlich zuerst mit ihrem eigenen und halt dann auch mit den Patienten. Und ich glaube, dort haben sie recht. Dort müssen sicher
ein oder andere Kolleginnen und Kollegen wieder lehren, mit den Patienten über Sterben zu reden. Also man muss eigentlich mit den Leuten reden, was sie vom Leben noch wollen, warum dass sie da sind. Ja, und dann gehört halt Sterben dazu. Und dann muss man als Doktor sagen, ja, also nach dem Buch müsste ich jetzt noch das Medikament geben für die Blutverdünnung, ich müsste das geben, ich muss das geben. Aber wenn der Patient sagt, nein, eigentlich will ich möglichst gleich gehen, dann muss ich es weglassen. Und dann muss ich aber parat sein, ich muss ihn dann begleiten, weil irgendetwas wird ja wahrscheinlich dann schon passieren. Und dann muss ich mir versprechen, du wirst keinen Schmerz haben, du wirst keine Stichungsängste haben, wir schauen für dich. Und dann kann er friedlich gehen, ohne dass man irgendeine Infusion laufen muss. Wir haben das Gespräch mit Josef Fiedler vor der Sendung aufgezeichnet.